alle Haushalte. Schaut euch gut um, ob es kommt. Wir befinden uns hier in Niederaichbach. Hier ist das Atomkraftwerk Isar 1 und Isar 2. Und diese Aktion soll zeigen, die wir heute machen, wie Radioaktivität, die also sich aus dem Atomkraftwerk bei einem Unfall vielleicht herauskommen würde, wie die sich verteilen würde in der Umgebung, je nach Wetterlage. Das Ziel ist, dass viele Menschen heute auch an den Himmel schauen und sehen, hier kommen Luftballone und wir finden vielleicht auch die Karten, schicken die zurück. Das Ganze wird im Internet nachher veröffentlicht, hoffentlich auch in der Presse, dass man einfach sieht, wo würden einfach an irgendeinem Tag X tatsächlich eine Kontamination auch mit Radioaktivität stattfinden, wenn es einen Unfall gäbe. Der Hintergrund der Aktion ist, dass wir eigentlich keinen funktionierenden Katastrophenschutz haben. Der Katastrophenschutz geht davon aus, dass rund 10 Kilometer rund um ein Atomkraftwerk die Leute eventuell evakuiert werden müssten und für die anderen ist nichts da. Aber da die Radioaktivität sich nicht danach richtet, das weiß man ja von Fukushima, wird das in einer Richtung, nämlich in der Windrichtung, sehr, sehr viel weitergehen. Und die Frage ist, was passiert mit diesen Menschen, die dann dem ausgesetzt sind?